Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Das Geheimnis der Volatilität. Das Ganze natürlich mit Pascal Sauget von Finance Coach. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier jetzt um 18 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Pascal uns mitgebracht hat. Ich denke, vielleicht haben wir ja ein bisschen Praxis mit dabei. Wer weiß das schon? Ja, weil heute ging es ja tatsächlich auch sehr volatil im Markt. Ja, rund, sage ich mal. Und von daher will ich gar nicht viel vorwegnehmen und einmal zum Risikohinweis springen, denn das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsberatung oder Anlageempfehlung. Ja, ganz gleich, was der Referent hier gleich von sich gibt, analysiert oder auch erklären sollte, völlig egal. Ja, am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig von der Seite von FX Flat vorweg immer zu sagen. Und von daher würde ich jetzt mal die Bildschirmübertragungsrechte an den Pascal geben. Dann wünsche ich Ihnen allen und dir, Pascal, natürlich viel Spaß, viel Erfolg. Ja, und wenn irgendwas sein sollte, bin ich natürlich die ganze Zeit im Hintergrund und helfe gerne weiter, wenn irgendwas sein sollte. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank für die Einführung und freue mich hier heute dabei sein zu dürfen mit dem Thema Das Geheimnis der Volatilität. Hallo und herzlich willkommen an alle zu diesem Webinar, die sich hier live eingewählt haben. Freut mich wirklich sehr. Für alle, die die Frage haben, ja, das wird aufgezeichnet und wird auch zur Verfügung gestellt werden. Wer also später reinkommt, früher gehen muss oder was auch immer, hat trotzdem die Möglichkeit, das im Nachgang nochmal sich anzuschauen. Aber trotzdem lohnt es sich, dabei zu sein, weil es nicht nur bloße Theorie sein wird, die ich heute vorstellen werde, sondern wir gehen natürlich auch ein bisschen in die Praxis rein und zwar wirklich die Live-Praxis. Das heißt, wir schauen uns wirklich anhand des aktuellen Marktumfelds ein paar interessante Beispiele, Volatilitätsbeispiele an und werden da konkret uns das auch anschauen, wie ich da persönlich vorgehe. Ja, bevor wir loslegen, noch ganz kurz Vorstellungsrunde von mir. Ich werde mal meine Webcam wieder ausmachen. Ihr habt ja gesehen, wie ich aussehe und so könnt ihr euch voll auf die Bildschirmpräsentation dann konzentrieren. Ich bin Mitgründer von Finance Coach, bin mittlerweile über 10 Jahre schon im Optionshandel, handle aber eigentlich schon mein halbes Leben lang an der Börse. Seit ich 16 bin, handle ich ja an der Wertpapierbörse. Seit ich 13 bin, interessiere ich mich für Wertpapiere, also relativ früh eigentlich. Das ist eine ganz witzige Geschichte, die ich mal kurz anreißen möchte. Ich war damals bei meinem Opa und habe einfach die lokale Zeitung aufgeschlagen und habe diese Kursseite gesehen. Ja, da standen einfach nur Preise und als 13-Jähriger weißt du nicht so recht, was du damit anfangen sollst. Und ich fragte einfach meinen Opa, Opa, kannst du mir mal sagen, was diese ganzen Preise hier zu bedeuten haben? Und er ging aber nicht so recht auf meine Frage ein, sondern ging zu seinem Regal und holte einen dicken Leitsordner raus und sagte schlicht, ja, hier Pascal, das ist mein Depot, schau doch mal, was es wert ist. Ja, und ich begann halt die Preise rauszusuchen von den Wertpapieren, die er im Depot hatte und rechnete alles zusammen. Und dann hatte ich eben ein Endwert seines Depots, aber so richtig was anfangen konnte ich damit nicht, aber ich beließ es erstmal dabei und nächstes Mal, als ich wieder bei ihm war, wollte ich wieder wissen, was ist sein Depotwert, habe das wieder ausgerechnet und konnte eben so mal die Veränderung feststellen von seinem Depotwert. Aber natürlich war mein Interesse geweckt und ich wollte wissen, warum verändern sich denn überhaupt Aktienpreise, wie kommen die Preise überhaupt zustande? Also begann ich Wirtschaftsnachrichten zu lesen und mit meinem Opa darüber zu diskutieren, wie das Ganze kommt, dass er überhaupt sich Aktien zugelegt hat und so weiter. Und so begann eben mein Interesse und auch mein Selbststudium, das ich dann später vertieft habe mit dem Studium Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Finance. Bin dann auch zum Börsendachverband gekommen, dem BVH, dem Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Dort war ich ein Jahr lang Vorstand Projekte. Es war auch schon 8 Jahre her. Inzwischen bin ich dort immer noch im Beirat aktiv und halte zweimal im Jahr eine Webinarreihe BVH Börsenführerschein, also für Einsteiger, die so einen Überblick bekommen wollen über den Markt, was es so alles gibt, wie sind Börsen überhaupt entstanden, was gibt es an Börsen, alles für Handelsinstrumente, wie funktionieren die grob, auch zum Thema Optionen, aber eben ganz die Basics, die die meisten hier wahrscheinlich schon kennen werden, das halte ich da zweimal im Jahr als Webinarreihe. Ja, wie gesagt, seit 10 Jahren bin ich Optionshändler und seit 8 Jahren mittlerweile lebe ich vom Börsenhandel. Deshalb sind solche Tage wie heute auch besonders spannend für mich, denn wer es verfolgt hat, heute kamen neue Inflationszahlen aus den USA heraus, die waren höher als erwartet und deshalb gab es besonders viel Schwankung am Markt, also schön viel Volatilität, in dem Fall realisierte Volatilität und wir schauen uns nachher mal an, was das mit den Märkten gemacht hat und auch mit den Optionspreisen gemacht hat, also der perfekte Tag sozusagen für dieses Webinar heute.
Wen es interessiert, ich habe hier auch noch ein Interview von 2021, das ich im Traders gegeben habe. Da kann man sich das Ganze kostenfrei anschauen, durchlesen. Da geht es schon mal ziemlich in die Tiefe, auch in dem Interview zum Thema Strategie, wie ich das Ganze umsetze. Wen das interessiert, kann sich das Ganze hier über unsere Webseite kostenfrei runterladen und als PDF entsprechend anschauen. Ja, gucken wir uns also mal an, was ich für heute geplant habe. Welche Agenda habe ich mitgebracht? Zum Ersten gehen wir mal in die Theorie rein. Das wird so 20 bis 30 Minuten gehen. Und dann haben wir natürlich noch viel Zeit, das Ganze am Schluss als Praxis, aus der Praxissicht uns anzuschauen, anhand des aktuellen Marktumfelds, das ich, wie gesagt, als sehr spannend empfinde. Denn diese Woche haben wir auch noch den großen Verfall. Großer Verfall ist immer dann, wenn wir einen Quartalsverfall haben. Also der dritte Freitag im Monat ist immer ein Standardverfall, ein monatlicher Standardverfall, und jedes Quartal, also entsprechend jetzt wieder im September und danach dann wieder im Dezember, haben wir einen großen Verfall. Das heißt, da verfallen die meisten Derivate, also Optionen, Futures, auf die Basiswerte, und deshalb gibt es sehr häufig nochmal schön viel und starke Bewegung um diesen Tag herum, und das sehen wir auch heute zu den Inflationszahlen, die eben vorgelegt worden sind um 14.30 Uhr. Aber beginnen wir erstmal mit der Theorie. Wir fangen an mit historischer versus impliziter Volatilität. Also was ist es überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Arten von Volatilität? Und dann zeige ich, ja, wie wir vorgehen mit dem Regelwerk, also wie ich persönlich handle, wie mein Team entsprechend handelt, und das natürlich auch, was wir im Coaching entsprechend den Teilnehmern lehren. Dafür muss man ein paar Kennzahlen kennen. Ich werde die grob anreißen, wie die aussehen, wie die zu verstehen sind. Zum einen geht es natürlich um die implizite Volatilität selbst. Und dann eben die Kennzahlen IVR und IVP. Was genau das ist, erkläre ich dann noch. Und dann entsprechend den POP und den POT-Wert. Probability of Profit und Probability of Touch sind auch zwei wichtige Werte, um entsprechend ja das Spiel der Wahrscheinlichkeiten ein bisschen besser verstehen zu können. Und dann kommen wir, wie gesagt, zu dem Praxisbeispiel aus dem aktuellen Marktumfeld. Und natürlich werden wir auch noch ein bisschen Zeit haben, um ja eine kleine Frage-Antwort-Runde zu machen, sodass ihr die Möglichkeit habt, entsprechend direkt Fragen zu stellen und ich dann eben darauf antworten kann. Ansonsten nutzt gerne auch die Chat-Funktion bzw. die Frage-Antwort-Funktion hier im Live-Webinar-Bereich. Da könnt ihr direkt auch Fragen reinstellen, wenn was unklar ist. Ich habe das auf meinem zweiten Bildschirm, werde das also auch mit einem Auge immer ein bisschen im Blick haben. Dann kann ich auch direkt darauf eingehen, falls irgendwas hier in den Folien unklar sein sollte, bevor wir am Ende zur Q&A-Möglichkeit kommen. So, lasst uns jetzt direkt reinsteigen in das Thema und mit der Theorie beginnen. Ich denke, dem einen oder anderen wird vielleicht ja ein Teil schon geläufig sein, aber trotzdem schadet es nicht, das Ganze nochmal aufzufrischen, um ja das zu verstehen, was wir dann nachher in der Praxis eben auch zeigen und besprechen werden. Was ist Volatilität? Volatilität, der Ausdruck, stammt erstmal aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie fliegend oder flüchtig. Ja, im Grunde genommen ist es in der Statistik einfach der Begriff für die Schwankung im Zeitablauf. Also es bewegt sich etwas, das ist ja nicht unnormal an der Börse, da bewegen sich die Kurse eben, selten bleibt etwas längere Zeit stehen. Interessant ist also zu wissen, was hat sich bewegt und wie stark hat es sich bewegt, zum einen in der Vergangenheit und zum anderen, wie stark wird es sich in der Zukunft bewegen. Das können wir im Voraus natürlich nicht immer wissen, aber es werden Annahmen getroffen, unter anderem der Marktteilnehmer, die eben an der Börse handeln, und diese Annahmen finden sich eben auch wieder in einem Wert wieder, den wir eben ausdrücken können. Der eine Wert ist die sogenannte historische Volatilität, also all das, was eben in der Vergangenheit geschehen ist, was wir auch tatsächlich wirklich ausdrücken können als Wert, der sich ereignet hat. Also welche Schwankung wurde realisiert, wie stark ist eine Tesla, eine Apple oder eine sonstige Aktie entsprechend geschwankt. Das lässt sich ja wirklich messen, indem wir eben schauen, wie stark die Kursbewegung war, wie stark ging es rauf oder runter. Und das andere ist die implizite Volatilität. Das ist also entsprechend der Blick in die Zukunft, wenn man so möchte. Nur dass wir eben trotzdem diese Unsicherheit haben, weil wir eben niemals wissen, wie tatsächlich die Schwankung ausfallen wird, sondern das ist lediglich die erwartete Schwankung des Marktes. Und wenn ich vom Markt spreche, dann meine ich einfach alle Akteure, die derzeit am Markt handeln, also alle Käufer und Verkäufer von Optionen, preisen eine gewisse Wahrscheinlichkeit eben mit ein, wie stark dieser Titel, auf den sie die Option handeln, eben schwanken wird. Und das ist eben ein Wert, der sich dann errechnen lässt aus dem gehandelten Preis heraus. Mithilfe der Black-Scholes Optionsformel kann man das sozusagen rückwärts rechnen, weil wir ja den gegebenen Handelspreis haben, zu dem eben ein Handel stattgefunden hat. Und aus diesem Preis heraus kann man dann eben die Schwankungserwartung rechnen. Es ist nicht immer zwingend so, dass jeder Marktteilnehmer sich vorher Gedanken darüber macht, welche Schwankung erwarte ich, was wäre also dann der faire Preis bei dieser Schwankungserwartung. Manch einer ist einfach nur in Panik oder in Gier und möchte schlicht an
Preisbewegung partizipieren und kauft oder verkauft dann einfach eine Option, um eben davon zu, ja, daran teilzuhaben. Aber dadurch wirkt er eben indirekt eben mit, dass eben die Schwankungserwartung sich verändert, also die implizite Volatilität sich verändert. Und diese implizite Volatilität ist etwas ganz Entscheidendes für uns Optionshändler. Deshalb müssen wir uns die eben genauer anschauen, weil sie zeigt uns auch die Angst im Basiswert. Ja? Zum einen sehen wir bei der historischen Volatilität, wie stark die Angst in der Vergangenheit war. Also die realisierte Volatilität zeigt uns sehr gut, gerade wenn es Kursstürze gab, dann ist sehr häufig die Volatilität eben größer, weil dann natürlich viel mehr Bewegung war. Aber die implizite Volatilität kann uns schon mal einen Ausblick darauf geben, was hier erwartet wird, wie stark dieser Titel einfach sich bewegen wird oder wie groß die Angst einfach ist, auch die Angst vor Bewegung. Diese Bewegung muss nicht immer nach unten sein, die muss nicht immer negativ sein, die kann auch mal positiv sein und dann entsprechend nach oben gehen. Aber auch das ist für jemanden ein Risiko, der zum Beispiel einen Leerverkauf auf eine Aktie eröffnet hat, der also darauf setzt, dass die Aktie eben fällt. Und wenn dann die Aktie wieder erwarten steigt, ist das ein Risiko, gegen das er sich vielleicht absichern möchte, zum Beispiel mit Call-Optionen. Und auch deshalb können wir eben die Angst ablesen, dass eben eine Preisbewegung nach oben oder nach unten entsprechend stattfindet. Und das ist, wie gesagt, die implizite Volatilität. Ja, das Ganze können wir natürlich auch vergleichen. Das heißt, wir können auf einer Handelsplattform wie der Trader Workstation, mit der ich arbeite, können das Ganze entsprechend hier einblenden in den Chart beziehungsweise unterhalb des Charts. Dafür kann man die historische Volatilität und die optionsimplizierte Volatilität anhaken. Es ist immer so eine Sache mit der Übersetzung. Ist das jetzt korrekt oder nicht korrekt? Ich wurde öfters schon gefragt, heißt es jetzt implizite Volatilität oder implizierte Volatilität? Tatsächlich ist es beides korrekt. Das heißt implizite Volatilität, ja, aber die optionsimplizierte Volatilität, weil die sozusagen den Optionen impliziert ist, also darin enthalten ist und da eben hineingefügt ist. Deshalb ist dieser Begriff tatsächlich auch richtig. Also wenn jemand implizierte Volatilität sagt, ist das auch nicht falsch. Es bezieht sich einfach darauf, dass den Optionen eine gewisse Schwankungserwartung eben injiziert ist, eingefügt ist. Ja, da kommt schon die erste Frage vom Rüdiger. Zeigt der VIX die implizite Vola? Genau, der VIX ist der Volatilitätsindex des S&P 500 und dieser Index zeigt eben die Schwankungserwartung für die nächsten 30 Tage für den Index S&P 500, für den großen Aktienindex mit 500 Aktientiteln drin. Aber diese Schwankungserwartung ist immer auf ein Jahr ausgedrückt. Ja, dazu komme ich auch gleich noch auf der nächsten Folie. Das heißt, wenn wir hier so eine Schwankungserwartung sehen und das vergleichen wollen, gerade bei verschiedenen Laufzeiten von Optionen, dann ist das nur vergleichbar, weil wir hier immer einen Jahreswert haben für die Schwankungserwartung. Also wenn wir von historischer oder impliziter Volatilität sprechen, dann meinen wir meistens den Wert für ein Jahr. Auch wenn wir einen kürzeren Zeitraum betrachten, also selbst wenn ich jetzt hier Optionen habe, die nur eine Laufzeit von 30 Tagen oder einer Woche haben, wird trotzdem die implizierte Volatilität immer auf ein Jahr ausgedrückt. Also welche Schwankungserwartung auf ein Jahr erwartet wird, selbst wenn die Laufzeit der Option eben kürzer ist. Ja, und da sehen wir jetzt mal beides im Vergleich, also historische und optionsimplizierte Volatilität. Manch einer sagt, man kann ja einfach jetzt gucken, wann war entsprechend die historische Volatilität drüber oder drunter. Ganz so einfach geht es natürlich nicht, denn wie gesagt, die historische schaut eben zurück und die optionsimplizierte Volatilität schaut voraus. Das heißt, einmal der Blick 30 Tage zurück und einmal der Blick 30 Tage nach vorne. Also das ist natürlich nicht direkt vergleichbar zum heutigen Zeitpunkt, sondern wir müssten hier eine Verschiebung machen um eben 30 Tage. Das heißt, die historische Volatilität müssten wir eben dann 30 Tage nach vorne schieben, einen Monat, um dann entsprechend zu sehen, ob tatsächlich die Erwartung des Marktes getroffen wurde oder eben über- oder unterreagiert wurde. Also war der Markt ängstlicher oder war er gieriger und dementsprechend die Schwankungserwartung zu hoch oder zu tief bepreist. Das können wir natürlich erst 30 Tage später feststellen. Denn wenn wir uns heute die historische Volatilität anschauen, dann ist es natürlich eben der Wert für die letzten 30 Tage und nicht für die zukünftigen 30 Tage. Deshalb würde sich das hier nicht direkt vergleichen lassen, sondern man müsste diese Kurven immer noch um 30 Tage verschieben. Aber es ist schon mal interessant zu wissen, dass es beides gibt, weil wir so eben auch sehr gut sehen können, was wurde denn tatsächlich an Schwankungen realisiert und was ist so die Schwankungserwartung für einen gewissen Basiswert. Also gucken wir mal an, welchem Regelwerk wir hier folgen, wenn wir Optionen handeln. Ich bin auf der Verkäuferseite, das heißt, ich agiere als Stillhalter und verkaufe Optionen dann bei hoher Volatilität, wenn sie eben historisch gesehen eine hohe Volatilität aufweisen. Das heißt, es geht nicht nur allein darum, Titel zu finden, die eine hohe implizite Volatilität haben, also die hohe Schwankungserwartung haben, weil sonst würde ich ja nur noch die Teslas und Bed Bath & Beyond
handeln, die entsprechend ja tatsächlich auch sehr stark schwanken. Das heißt, man hat ja tatsächlich auch ein höheres Schwankungsrisiko. Die Frage ist also eher, wann ist entsprechend das Risiko auch gut bepreist? Also wann erhalte ich auch eine gute Prämie dafür, für das Risiko, das ich eingehe? Und das bekomme ich eben dann, wenn ich meine aktuelle implizite Volatilität vergleiche mit vergangenen Werten. Dazu komme ich gleich noch mehr. Ja, meist bekomme ich dafür eben eine erhöhte Prämieneinnahme, also erhöht im Sinne von höher als in der Vergangenheit bei eben niedriger Schwankungsannahme. Und gleichzeitig komme ich meistens weiter weg mit dem Strike, den ich entsprechend wähle, vom aktuellen Kurslevel. Das heißt, wenn ich Puts verkaufe, dann meistens aus dem Geldputz unterhalb des aktuellen Kurslevels einer Aktie. In der Regel beim Delta 16, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Und entsprechend komme ich dann eben weiter weg, wenn mehr Schwankungserwartung da ist, weil entsprechend dieses Delta 16 weiter weg liegt vom aktuellen Kurslevel und ich trotzdem dann eine bessere Prämie bekomme als zum Beispiel in der Vergangenheit, wo die Schwankungserwartung einfach niedriger war, selbst wenn da das Kurslevel der Aktie genau identisch ist zum heutigen Zeitpunkt. Dann versuche ich diese Option nicht bis zum Laufzeitende zu halten. Das fragen auch sehr viele, hältst du die bis Verfall, lässt du die einfach wertlos verfallen? Nein, das tue ich nicht, weil ich versuche, möglichst viele Trades in kurzer Zeit zu machen. Und ich versuche auch pro Zeitdauer, die ich einen Trade halte, möglichst viele Trades zu machen, die eben sehr viel Zeitwert verlieren. Und Zeitwert ist eben entsprechend hier was gleichzusetzen mit dem Wert der Volatilität, weil ich hier bei Aus dem Geld Option nichts anderes habe als reinen Zeitwert. Und je größer die Schwankungserwartung ist, desto größer ist dieser verbleibende Zeitwert, also der Wert, der noch übrig bleibt bis zum Laufzeitende. Und der baut sich ja bekanntermaßen immer mehr ab. Und er baut sich insbesondere dann ab, wenn die Schwankungserwartung sinkt. Warum? Weil das Versicherungseignis weniger wahrscheinlich wird. Das heißt, es ist weniger wahrscheinlich, dass wir entsprechend unterhalb des Strikepreises noch fallen bis zum Laufzeitende. Und deshalb nimmt entsprechend der Wert einer Option auch ab, wenn die Schwankungserwartung zurückgeht. Das ist ganz logisch. Ein Fahrer, der riskant fährt, als Autofahrer, der wird entsprechend mehr Versicherungsprämie bezahlen müssen, beziehungsweise wenn er in einer Region lebt, in der mehr Unfälle passieren, oder aber auch wenn er ein Automodell fährt, das generell öfter in Unfälle verwickelt ist oder schlicht einfach auch einen hohen Wert hat, einen hohen Reparaturpreis auch hat, dann wird die Versicherung das einkalkulieren und dann wird sie eine höhere Prämie verlangen. So kann man sich das auch am Optionsmarkt vorstellen. Und wenn sich das Ganze jetzt ändert, wenn also die Versicherung merkt, so im Folgejahr sind viel weniger Unfälle mit diesem Automodell passiert, und man hat gleichzeitig vielleicht auch noch mehr Schadenfreiheitsjahre, dann sinkt natürlich entsprechend die Prämie, die man zu bezahlen hat für die Autoversicherung. Und so ist das auch hier entsprechend am Optionsmarkt. Wenn die Schwankungserwartung zurückgeht, ja, das Risiko sozusagen zurückgeht, das erwartete Risiko geringer wird, dann geht auch die Versicherungsprämie, eben der Optionspreis zurück. Und deshalb gehe ich her und sage, okay, wenn ich 80% meiner Prämie, die ich vorher vereinnahmt habe, verdient habe, dann kaufe ich die Option bereits wieder zurück, schließe die und realisiere entsprechend meinen Gewinn. Das heißt, ich warte nicht bis zum Verfall, um 100% der Prämie zu vereinnahmen, sondern ich versuche in möglichst kurzer Zeit diesen Trade ins Gewinnziel zu bringen. Und das sind in der Regel 80% der Prämieneinnahme bei mir, sodass ich dann in der Regel nach ja, 2 bis 3 Wochen, ja, das ist so im Schnitt die Haltedauer. Wenn ich eine Optionslaufzeit habe von 45 Tagen Restlaufzeit, dann kann ich diesen Trade in der Regel in einem gesunden Markt wieder zurückkaufen. Und meistens geht das eben schneller, wenn die Volatilität am Fallen ist und entsprechend ja zurückgeht, weil dann eben auch die Optionspreise schneller fallen. Es kann aber auch sein, dass der Basiswert sich gar nicht bewegt hat oder sogar leicht gegen mich gelaufen ist. Das heißt, die Aktie ist gefallen und trotzdem kann ich eben entsprechend diese Option günstiger zurückkaufen, einfach deshalb, weil die Schwankungserwartung gesunken ist. Zum Beispiel, weil ein Ereignis passiert ist, das eben die Schwankungserwartung runtergebracht hat, wie zum Beispiel die Vorlage von Quartalszahlen. Dann sind ja alle neuen Nachrichten sozusagen im Markt, auch die Erwartung des Managements für das zukünftige Quartal oder das nächste Jahr. Und dann ja, verringert sich häufig eben die Schwankungserwartung, weil weniger Sorge eben da ist, dass eine negative Überraschung kommen könnte. Also Beispiele, wenn ich trade, sind zum Beispiel dann, wenn keine Quartalszahlen vorliegen, dann einfach eine Laufzeit von etwa 45 Tagen zu wählen. Ich sage immer, man erreicht nicht perfekt die 45 Tage. Häufig wähle ich etwas zwischen 30 und 60 Tagen. Im Mittel sind das so 45 Tage Restlaufzeit. Und wenn ich dann kein erwartetes Ereignis habe, die Quartalszahlen, wo die Aktie nochmal sehr stark springen kann, dann ist das eigentlich eine sehr interessante Möglichkeit, ohne größeres Risiko, ohne größere Nachrichtenvorlage entsprechend einen Trade in einem beständigen Markt, muss man dazu sagen, eben auch durchzuziehen als Short Put. Natürlich kann man sich auch auf Rohstoff als Basiswerte konzentrieren, dann ist es nicht so wichtig, wie der Aktienmarkt sich verhält. Aber ja, grundsätzlich ist das eben
entscheidend, dass man nicht unbedingt die Quartalszahlen mit drin hat. Sonst muss man sich dessen natürlich bewusst sein, dass man da ein besonderes Risiko hat, für das man in der Regel entlohnt wird, aber nicht immer unbedingt fair entlohnt wird. Denn das kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen, wie die Quartalszahlen aufgenommen werden. Ein Beispiel schauen wir uns dazu später auch noch an. Was ich gerne mache, gerade aktuell, sind Post-Earnings-Trades. Das heißt, ich warte die Quartalszahlen ab und am Tag nach der Quartalszahlenvorlage, meistens werden die bei US-Aktien ja nachbörslich vorgelegt, also nach 22 Uhr unserer Zeit. Und wenn die negativ aufgenommen werden, es kann sogar sein, die haben die erwarteten Zahlen übertroffen, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber der Ausblick ist schlecht, viel schlechter als erwartet, dann kann das dazu führen, dass die Aktie sehr stark abverkauft wird. Und wenn diese Bewegung größer ist, als sie erwartet ist, also als sie erwartet war, ja, von den Marktteilnehmern, das können wir immer schon am Vortag eben ablesen, was erwarten die Optionshändler als Preisbewegung in der Aktie. Und wenn die Bewegung jetzt stärker ist, als sie erwartet wurde, dann kann es häufig sein, dass neue Panik aufkommt. Dann denken alle, oh, ich muss mich absichern, ich muss meine Aktienbestände jetzt sichern und fragen plötzlich Put-Optionen nach. Und dann werden diese mit höherer Volatilität gepreist am nächsten Tag. Also das kann tatsächlich passieren. Und dann kann es interessant sein, auch einen Post-Earnings-Trade zu machen. Warum? Naja, die Aktie steht viel tiefer, das heißt, ich komme mit meinem Versicherungslevel noch tiefer und ich realisiere eine noch höhere implizite Volatilität, bekomme also noch mehr Prämie als am Vortag und das bei gleichzeitig eigentlich weniger Risiko, weil ja jetzt die ganze Information eigentlich im Markt ist durch die Quartalszahlenvorlage. Entscheidend bei all meinen Trades ist eigentlich immer kleine Positionsgröße. Ja? Lieber eine Vielzahl an Trades machen, aber dafür jeden Trade an sich klein halten. Nicht 50 oder 100% in einen Trade legen und sagen, das wird der Jackpot-Trade. Nein. Es geht darum, viele kleine Trades zu machen, viele kleine Gewinner zu machen, aber das eben häufig. Eine hohe Umschlagszahl, aber kleine Trades. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt 100 Trades gleichzeitig fahre. Nein, das nicht. Ich habe in der Regel zwischen 6 und 12 Trades gleichzeitig offen, aber diese sind immer relativ klein. Also 0,2 bis 0,5% ist die Prämieneinnahme im Verhältnis zu meiner Depotgröße. Also relativ klein. Das heißt, ich kann nicht viel gewinnen, das ist klar. Das wären keine Jackpot-Trades, aber ich kann auch nicht viel verlieren, selbst wenn das ein deutlich größer als erwarteter Verlust wird, weil sich die Option eben vervielfacht, dann habe ich trotzdem kein großes Risiko, das eben mein gesamtes Depot auslöscht. Das ist das Entscheidende, eben kleine Positionsgröße, aber dafür lieber eine Vielzahl an Trades, die mir eben ermöglicht, diese Edge, diesen Vorteil als Optionsverkäufer auszuspielen und entsprechend ja diese Überpreisung der Schwankungserwartung eben auszunutzen. Das werden wir uns dann später auch nochmal im Detail in der Praxis anschauen. Gucken wir erstmal auf die Kennzahlen drauf. Kennzahlen, die wichtig sind, sind zum einen natürlich die implizite Volatilität, ja, die Englisch Implied Volatility, ist also die erwartete Kursschwankung eines Basiswerts, wie wir schon angesprochen haben. Und die wird, wie gesagt, in der Regel als Schwankung auf ein Jahr hin ausgedrückt. Wenn wir jetzt also 50% implizite Volatilität haben, was heißt das dann? Ja, wenn eine Aktie bei 100 Euro heute steht, dann würde das eben bedeuten, dass innerhalb eines Jahres eine Schwankung um plus minus 50% erwartet wird. Ja, das heißt, die Standardabweichung ist immer plus minus 50% nach oben aufs nächste Jahr. Heißt also, zwischen Levels von 150 und 50 Euro werden wir uns bewegen. Das ist also eine gigantische Kursspanne von 100 Euro, die eben schon so groß ist wie der Aktienpreis selbst. Ja, das zeigt also, wie viel Schwankungserwartung die Marktteilnehmer haben. Natürlich kann die Schwankungserwartung auch 100% oder drüber sein. Das bedeutet einfach dann, dass die Aktie bis auf Null gehen kann oder eben sich mehr als verdoppeln kann. Das ist also relativ einfach, diese Kennzahl zu verstehen. Hier rechts sehen wir nochmal die Standardabweichung bei einer gewissen implizierten Volatilität. Also je größer eben die implizierte Volatilität ist, desto größer ist natürlich entsprechend auch hier der Preisrahmen, in dem eben sich vermeintlich dieser Titel in der Zukunft bewegen wird. Und wir sehen auch, dass entsprechend die Standardabweichungen dann entsprechend weiter außerhalb sind. Ja, wenn wir jetzt bei der ersten Standardabweichung eben uns befinden, das heißt also, wir bewegen uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% innerhalb dieses Trichters, den wir hier sehen. Wenn die Schwankungserwartung größer ist, ist dieser Trichter einfach größer. Diese oberen und unteren Preislevels, die hier eben durch solche Eckchen markiert sind, die sind jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit dann von 16%, dass wir uns da drüber oder da drunter befinden. Ja? Das heißt, 100% minus 68%, das sind eben die 32%. Und wenn wir die 32 nochmal durch 2 teilen, also eine Gleichverteilung zwischen Über- und Unterschießen eben annehmen, dann haben wir eben 16% auf der Ober- und Unterseite. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die werden gleichzeitig einfach in Deltas umgemünzt bei den Optionen. Das heißt, da, wo wir das Delta 16 haben, ist also auch die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass wir eben mit einer Wahrscheinlichkeit von 16% uns darüber befinden bei einer Call-Option oder mit 16% darunter befinden bei einer Put-Option
am Delta von 16 bzw. minus 16 oder entsprechend 0,16, ja, muss man immer dazu sagen, weil die Deltas sich ja zwischen 0 und 1 bewegen bei Calls, beziehungsweise zwischen 0 und minus 1 bei Puts. Weil wir aber in einem Optionskontrakt immer 100 Aktienoptionen handeln, können wir dieses Delta mal 100 nehmen. Deshalb spreche ich auch oft vom Delta 16, weil wir entsprechend einen Optionskontrakt mit 100 einzelnen Optionen jeweils handeln können. Das ist die kleinste handelbare Einheit. Ja, wie gesagt, entscheidend ist, je höher die implizite Volatilität, desto mehr Schwankungserwartung ist da, desto mehr Prämie können wir erwarten, desto weiter kommen wir eben auch weg, wenn wir ein Delta 16, also an der ersten Standardabweichung, entsprechend einen Strike, eine Option wählen. Das gibt uns also mehr Puffer, ja, für tatsächlich realisierte Schwankungen, die ja dann eben auch eintritt im Laufe der Zeit. Heißt nicht, dass die Marktteilnehmer immer richtig liegen und dass wir immer fair bezahlt werden für die tatsächlich realisierte Schwankung, aber es bedeutet, dass wir einfach mehr Risikopuffer haben, wenn wir entsprechend weiter wegkommen mit dem Strike und natürlich auch mehr an Prämieneinnahme. Was sind das also für Kennzahlen, wenn wir uns jetzt mal die IVR und die IVP anschauen? Das sind jetzt nochmal Kennzahlen, um die aktuelle implizite Volatilität einzuordnen. Es ist logisch, dass eine Tesla eine höhere Schwankungserwartung hat als eine Walmart oder eine Nestle, weil diese Titel natürlich einfach weniger Schwankungen im Bereich ihrer Gewinne unterliegen und deshalb haben sie natürlich auch weniger Aktienkursbewegung. Eine Tesla ist natürlich ein Titel, der viel, viel volatiler ist und deshalb haben wir hier auch in der Regel am Optionsmarkt eine viel höhere implizite Volatilität. Die IVR setzt das Ganze jetzt in einen Rahmen. Das heißt, wir gucken uns jetzt beispielsweise mal an, wo war die implizite Volatilität in der Vergangenheit? In der Regel im letzten Jahr. Wir können uns aber theoretisch auch die letzten 3 Jahre anschauen. In der Regel wird mit der IVR das letzte Jahr betrachtet, also das gesamte letzte Handelsjahr ab heute, sozusagen 250 Tage, 250 Handelstage zurück. Also ein Kalenderjahr sind ungefähr 250 Handelstage im Schnitt. Und da gucken wir uns jetzt an, wo waren die implizierten Volatilitäten der Optionen im letzten Jahr. Also wo war der Hochpunkt, wo war der Tiefpunkt? Und diese Hoch- und Tiefpunkte der impliziten Volatilität, diese Levels, die schreiben wir hier in die Formel rein. Ja? Den Hochpunkt und den Tiefpunkt, die ziehen wir voneinander ab und schreiben die in den Nenner. Und im Hochpunkt, da nehmen wir entsprechend die aktuelle implizite Volatilität, die aktuelle Schwankungserwartung und ziehen davon den Tiefswert des letzten Jahres ab. Und dann erhalten wir eben einen Wert heraus, der sich irgendwo zwischen 0 und 1 bewegt oder zwischen 0 und 100%, wenn man so möchte. Und gibt uns jetzt einen Rang an, der eben sagt, wie hoch ist die aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zu den Höchst- und Tiefstwerten aus dem letzten Jahr. Das heißt, wir können relativ gut einschätzen, wo wir uns jetzt aktuell befinden, wenn wir die Vergangenheit betrachten. Ja, das heißt nicht, dass in der Zukunft der Wert nicht höher oder tiefer sein kann. Es ist nur eine bloße Einschätzung aufgrund des aktuellen Wertes in Bezug zur Vergangenheit. Also sind wir jetzt eher hoch einzuschätzen oder niedrig einzuschätzen mit der Volatilität? Das sagt uns entsprechend der IVR aus, ja, der implizierte Volatilitätsrang auf Deutsch oder Implied Volatility Rank auf Englisch. Und wenn wir da entsprechend über 50% beziehungsweise sogar über 60% sind, dann ist das für mich interessant, mir das einmal näher anzuschauen, weil dann bedeutet das, ich befinde mich also im oberen Teilbereich der impliziten Volatilität. Und die Grundannahme hier ist immer, dass wir wieder zurückkehren zu einem Mittelwert, dass wir irgendwann also wieder in die Mitte des Korridors sozusagen zurückkommen zu eben entsprechend niedrigeren Volatilitätslevels als da, wo wir uns eben aktuell befinden. Je höher also die IVR ist, desto höher befinden wir uns am Hochpunkt aus dem letzten Jahr bezüglich der impliziten, also schwankungserwarteten Volatilität. Ja, das ist also der Wert IVR. Das heißt nicht, dass wenn wir bei einer IVR von 1 bzw. 100% eine Option verkaufen, dass wir eine garantierte Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Das nicht. Denn es können ja neue Hochpunkte markiert werden. Ja, es kann ein neues Hoch geben, das höher war als alle Hochpunkte aus dem letzten Jahr von der impliziten Volatilität. Trotzdem würde der Wert niemals über 1 steigen, weil einfach ein neues Hoch markiert werden würde, nämlich der aktuelle Wert. Das heißt, die IVR bewegt sich trotzdem immer nur zwischen 0 und 1, beziehungsweise zwischen 0 und 100%, aber niemals darüber, weil wir entsprechend das einfach nur als Skalierung haben, den Hoch- und Tiefwert, und dann den aktuellen Wert eben in Relation dazu setzen. Um das Ganze ein bisschen filigraner zu haben, weil zum Beispiel Hochpunkte der Volatilität nur sehr kurz angelaufen werden, diese Panik hält häufig nicht lange an. Das sind manchmal 1-2 Tage, die da ist, und dann bricht die Volatilität schlagartig zusammen. Und deshalb gibt es nochmal einen Wert, der das Ganze filigraner ausdrückt, nämlich der IVP, Implied Volatility Percentile,
also implizites Volatilitätsperzentil. Und das gibt jetzt den Prozentsatz der Zeit an, in der eben die implizite Volatilität in der Vergangenheit niedriger war als eben die aktuelle implizite Volatilität. Das heißt, wir haben hier einen Prozentwert, also wie viel Prozent der Zeit, also sprich der Anzahl Tage vom letzten 250 Handelstagen, vom gesamten letzten Handelsjahr, waren wir also bei einem niedrigeren impliziten Volatilitätslevel als aktuell. Und das kann natürlich interessanter sein, weil wir eben diese hohen impliziten Volatilitätslevels nur sehr kurz anlaufen und dann sehr schnell wieder verlassen. Häufig nach 2, 3 Tagen oder spätestens nach einer Woche werden diese extrem Paniktage, wo jeder bereit ist, extrem absurde Prämien zu bezahlen für Optionen, die werden dann recht schnell wieder verlassen. Und deshalb bewegen wir uns sehr häufig eher bei niedrigeren Werten, also niedriger abseits des Höchstpunktes, meine ich damit. Und deshalb ist das IVP eben die filigranere Kennzahl, die eben angibt, ja, wie viele Tage waren wir jetzt also bei einer niedrigeren Volatilität als aktuell? Und es kann also sein, wir befinden uns bei einer IVR von lediglich 60, ja, 60%. Und trotzdem gibt die IVP an, dass wir hier 90% der Zeit eben bei niedrigen Volatilitätslevels waren. Weil diese höheren Volatilitätslevels, auch wenn sie deutlich höher liegen als der aktuelle Punkt, dann trotzdem nur in 10% der Zeit eben tatsächlich eingetreten sind. Und das zeigt uns einfach, dass wir hier entsprechende hohe Wahrscheinlichkeit haben, sofern wir uns im selben Volatilitätsband bewegen wie in der Vergangenheit, dass wir eben eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, wieder zurückzulaufen, Reversion to the Mean, zum Mittelwert der Volatilität. Das ist also die Spekulation, die man hier eben antritt als Verkäufer von impliziter Volatilität, von eben hohen implizierten Volatilitätslevels. Und diese beiden Kennzahlen, IVR und IVP, helfen uns dabei, das besser einzuschätzen. Ich komme dazu später auch nochmal zurück, wenn wir ein Beispiel zeigen, wie ich eben vorgehe, um das Ganze zu ermitteln. Da sehen wir dann auch nochmal, wie entsprechend die IVR hier Verwendung findet. Zuerst mal noch weiter in der Theorie mit den zwei letzten Kennzahlen, nämlich dem POP und dem POT-Wert. Der POP-Wert klingt ein bisschen ominös im Deutschen, ja, hat aber nichts Vulgäres an sich, sondern das steht für Probability of Profit, also die Gewinnwahrscheinlichkeit des Trades. Und drückt eben aus, wie wahrscheinlich es ist, dass entsprechend ein Basiswert am Verfallstag nicht über oder unter seinem Ausübungspreis notiert. Ja? Das heißt, wie wahrscheinlich ist es also, beziehungsweise erwartet der Markt, dass wir eben ober- oder unterhalb des Strike-Preises notieren. Und die Probability of Profit ist eigentlich relativ einfach zu errechnen, weil dafür müssen wir lediglich in unsere Optionssoftware schauen, in unsere Handelsplattform und gucken uns, nämlich ein Optionsgriechen an, nämlich das Delta. Das Delta drückt zum einen aus, wie stark verändert sich der Preis der Option, wenn der Basiswert, also die Aktie zum Beispiel, sich um eine Geldeinheit ändert, also ein Dollar zum Beispiel steigt oder fällt. Wie stark ändert sich dann entsprechend der Wert der Option, des Optionspreises? Ja? Das sind zum Beispiel bei einem Delta von 0,5 entsprechend 50 Cent, die eben eine Option nach oben steigt oder nach unten fällt, wenn der Basiswert sich um eine Geldeinheit, also um einen Dollar, steigt oder fällt. Und gleichzeitig ist das Delta aber eben auch der Wert für die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn wir 100 minus Delta rechnen. Das heißt, um wieder auf das Delta 16 zurückzukommen von vorhin, wo die erste Standardabweichung eben ist, dann habe ich also eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 100 minus 16, weil wir eben, wie gesagt, 16 Deltas haben, wenn wir einen Optionskontrakt auf eine Aktienoption handeln, also Delta 0,16 mal 100, sind die Delta 16, wie vorhin erwähnt. Heißt also, 100 minus 16 heißt also 84% Probability of Profit, also 84% Gewinnwahrscheinlichkeit, dass am Ende der Laufzeit wir uns also oberhalb des Put-Strike-Preises befinden oder entsprechend, wenn es eine Call-Option ist, unterhalb des Call-Strike-Preises befinden. Und diese 84% Wahrscheinlichkeit, die müssen wir natürlich ausspielen, die wollen wir natürlich eben haben als unsere Trefferwahrscheinlichkeit. Natürlich funktioniert das nicht immer so perfekt, ja, wir versuchen so gut es geht, die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite zu bringen. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass der Strike-Preis auch innerhalb der Laufzeit mal berührt wird oder erreicht wird. Und genau das drückt nämlich die nächste Kennzahl aus, nämlich die Probability of Touch, also die Berührungswahrscheinlichkeit, wenn man so möchte, dass entsprechend der Strike-Preis der Option einmal berührt wird. Das heißt ja nicht zwingend, dass wir am Laufzeitende auch immer noch darunter notieren bei einer Put-Option oder immer noch darüber notieren bei einer Call-Option, sondern das heißt nur, dass dieser Strike mindestens einmal berührt oder unterschritten worden ist, beziehungsweise berührt oder überschritten worden ist bei einem Call. Und diese Wahrscheinlichkeit ist in der Regel schlicht doppelt so hoch wie das Delta. Das heißt, die Probability of Touch
liegt bei einer Delta 16 Option bei 32%. Heißt im Umkehrschluss wiederum, wenn wir hier 100 minus 32 rechnen, dann haben wir entsprechend 68% Wahrscheinlichkeit, dass unser Strike nicht erreicht wird. Ja? Das ist sozusagen die Probability of no touch. Ja? Also, dass wir keine Berührung des Strike-Preises haben. Aber das ist trotzdem wichtig zu wissen, um das auch besser einschätzen zu können. Das heißt, auch wenn wir 84% Wahrscheinlichkeit bei Verfall haben, kann es trotzdem sein, mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit, nämlich eben 32% bei einem Delta von 16, dass wir den Strike berühren während der Laufzeit. Und auch das ist ja ein Risiko, weil das Delta immer größer wird, je näher wir an den Strike kommen oder sogar wenn wir ins Geld laufen bei einer Option, dann kann das eben ein Risiko bedeuten. Und dieses Risiko müssen wir definitiv managen. Deshalb sollte man sich immer dieser Wahrscheinlichkeit eben bewusst sein, Probability of Profit und Probability of Touch, weil wir diese Risiken entsprechend managen müssen, wenn entsprechend eine Option ans Geld läuft bzw. ins Geld läuft und man möchte diese Aktie nicht eingebucht haben, sondern möchte das nur traden, die Option, dann sollte man entsprechend Trades auch rechtzeitig managen. Und deshalb sind diese Werte eben hier auch mit entscheidend für einen erfolgreichen Optionshändler. Ja, bevor wir zur Praxis jetzt kommen, wie gesagt, das war jetzt die Einführung mal mit der Theorie und natürlich kann man mit der Theorie meist wenig anfangen, wenn man nicht auch die Praxis sich aneignet. Und deshalb wollen wir da direkt auch reingehen, weil ich denke, von der Praxis werden die meisten ein bisschen mehr haben. Aber bevor wir da hingehen, nochmal ein eigener Risikodisclaimer, auch wenn FXBet das hier an der Stelle schon zur Einführung getan hat. Hier nochmal für das Praxisbeispiel. Natürlich, wie gesagt, keine Haftungsübernahme. Ich empfehle hier niemanden, diese Trades nachzumachen. Ich zeige nur anhand des aktuellen Marktumfelds, wie das zu funktionieren hat. Jeder nimmt natürlich sein eigenes Risiko in Bezug auf sein eigenes Portfolio und übernimmt die Verantwortung für sein eigenes Trading schlicht selbst. Dafür kann ich natürlich nicht haftbar gemacht werden. Das als Hinweis. Also über alles, was ich jetzt rede, bitte nicht nachmachen. Wer es dennoch tut, muss das eben auf eigene Kappe nehmen. Das ist klar. Gut, also gucken wir. Ja? Darf ich kurz einmal einwerfen? Sind noch zwei Fragen reingekommen in der Zwischenzeit. Vielleicht gehst du einfach noch drauf ein, bevor du jetzt in die Praxis gehst. Genau, ja. Die Fragen, ich gucke gerade mal, was hier noch war. Von Frank war noch eine Frage, das passt ja perfekt. Ich habe ähnlich niedrige Werte für die Vola in der TBS und die haben nichts mit den Daten aus anderen Quellen zu tun. Welche Aktie hat schon Werte kleiner 10%? Ja, das kommt immer darauf an, was man eingestellt hat. Man kann tatsächlich in der Trader Workstation die Volatilität auch auf eine Tagesvolatilität einstellen oder eine Wochenvolatilität. Das heißt, der Wert ist dann nicht aufs Jahr gerechnet. Die Jahresvolatilität ist sozusagen die Standardeinstellung. Man kann das aber auch umstellen auf eine Wochenvolatilität und dann kriegt man häufig Werte im einstelligen Prozentbereich raus und wundert sich und sagt sich, das kann doch gar nicht sein. Da muss man dann in die Einstellungen gehen, in die Charteinstellungen und kann das Ganze auch wieder umstellen auf Jahresvolatilität. Also das habe ich auch schon mal gehabt, dass ich da was verstellt hatte nach einem Update, dann muss man das wieder zurückstellen. Aber das heißt nicht, dass die Werte falsch sind, es ist nur eine andere Art der Anzeige, wenn man so möchte. Jemand anders hat mir einen Screenshot der gleichen Aktie gezeigt und bei ihm stehen Werte von 50-80%, während die Skala bei mir von 0-5% reicht. Ja, also es wird sehr wahrscheinlich das sein, Frank, einmal der Wochenwert wahrscheinlich bei dir und der Jahreswert bei deinen Bekannten. So, nochmal eine Frage von Frank. Probability of Touch ist gleich zweimal Probability of Profit. Ist ein Erfahrungswert oder gibt es eine mathematische Begründung dafür? Ja und nein. Zum einen ist es ein Erfahrungswert, ja, den man tatsächlich auch errechnen kann, wenn man entsprechend schaut, wo haben die Optionen notiert, ja, also was für ein Delta hatten wir da und dann hat man das eben festgehalten, hat geschaut, während der Laufzeit der Option, mit welcher Wahrscheinlichkeit wurden diese Levels erreicht. Ja? Und im Mittel ist das tatsächlich so, dass diese Probability of Touch Wahrscheinlichkeiten erreicht werden, aber in einer guten Marktphase, ja, wo die Aktienmärkte steigen und im Mittel tun sie das. Ja, wenn wir langfristig auf die Aktienmärkte schauen, dann steigen die ja mit 7-8% pro Jahr und das bedeutet natürlich auch, dass eine Put-Option mit größerer Wahrscheinlichkeit eben auch verfallen muss, ja, in einer gesunden Marktphase. Und deshalb sind diese Probability of Touch-Werte natürlich auch auf den gesamten Markt im gesamten Mittelwert zu sehen und nicht auf die Marktphasen, in denen wir idealerweise eine Put-Option eben verkaufen wollen, nämlich dann, wenn der Markt stabil ist und eben auch steigt und nicht wie aktuell eher rückläufig ist, weil da ist das Risiko natürlich größer, dass entsprechend auch höhere Wahrscheinlichkeiten tatsächlich an realisierter Probability of Touch eben eintreten und der Strike-Preis eben erreicht wird. Aber tatsächlich im Mittel sind das nicht nur Erfahrungswerte, sondern auch errechnete Werte, die eben durch Studien auch belegt sind. Aber dadurch, dass wir diesen positiven Drift sozusagen haben und Aktienpreise im Mittel eher steigen als fallen, zumindest in der Gesamtheit des Aktienmarktes, kann man eben davon sprechen,
dass die Wahrscheinlichkeit eben sogar noch mal besser ist, wenn wir eben Put-Optionsverkäufer sind, aber eben nur über die gesamte Zeit betrachtet. Je nach Marktphase kann das auch mal wieder umgekehrt sein. Das ist klar. Es sind alles nur erwartete Werte des Marktes, die nicht tatsächlich so eintreten müssen. Okay, dann kommen wir mal zur Live-Demo und gucken uns mal hier einfach mal den aktuellen Stand an, wo der Nasdaq heute steht. Der Nasdaq ist ja der Wert für die 100 Technologietitel aus den USA und der ist heute richtig unter Druck. 4% ging es heute runter. Zeigt mal noch eine kleinere Zeiteinheit, dann sehen wir das. Hier die Vorlage der Inflationszahlen war ja hier um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Markteröffnung. Und die Inflation war nochmal etwas höher, als es entsprechend im Mittel erwartet worden ist. Und das hat dazu geführt, ja, dass wahrscheinlich eine Zinserhöhung etwas wahrscheinlicher wird, beziehungsweise eine vielleicht auch größere als erwartete Zinserhöhung. Die Marktteilnehmer hatten, ich zeige das mal hier, zuletzt auch eingepreist, dass bereits 75 Basispunkte beziehungsweise 0,75 Prozentpunkte die Zinsen angehoben werden. Das nennt sich das CME FedWatch Tool. Das heißt, hier sehen wir entsprechend die Erwartung der Marktteilnehmer in Bezug auf die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, wie wahrscheinlich eine gewisse Zinserhöhung ist. Die nächste Zinssitzung ist ja hier schon in 8 Tagen. Das heißt, nächste Woche werden wir entsprechend dann am Mittwoch sehen, ob die Zinsen erhöht werden. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Die Frage ist eher, um wie viel. Zuletzt war die Erwartung noch, ja, sind es 0,5% oder sind es 0,75%. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es 0,75% sind. 84% erwarten jetzt entsprechend eine Anhebung von 2,25 auf 3% Zinsniveau. Aber 16% erwarten jetzt sogar einen Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt auf 3,25%. Und wenn wir mal hier unten schauen, die 3,25% wurden gestern noch mit 0% Wahrscheinlichkeit erwartet. Also durch diese höhere Inflation, die wir jetzt gesehen haben, ja, die jetzt also tatsächlich realisiert ist, das ist ja sozusagen auch eine historische Kennzahl, die in die Vergangenheit blickt. Aber dadurch, dass die Inflation eben so hoch ist, ja, und höher als erwartet ist, erwarten die Marktteilnehmer jetzt auch eine vermutlich oder wahrscheinlich höhere Schwankungserwartung. Und das ist eben entsprechend hier jetzt ausgedrückt in dieser Kennzahl 16% Schwankungserwartung, dass wir, nicht Schwankungserwartung, sondern Erwartung, dass wir tatsächlich um einen Prozentpunkt die Zinsen anheben nächste Woche Mittwoch, wenn die Federal Reserve ihre Zinssitzung hat. Ja, und davor haben wir gesehen, war sogar noch 0,5% im Spiel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das hat sich jetzt quasi auf 0% reduziert. Also das wird eigentlich gar nicht mehr erwartet, dass wir nur einen halben Prozentpunkt die Zinsen anheben. Ja, warum ist das relevant? Naja, das ist deshalb relevant, weil der Markt das eben nicht erwartet hat und deshalb das nicht ganz eingepreist war, was wir ja sehen. Die Erwartung war eine andere gestern und vor einer Woche und vor einem Monat. Deshalb hat hier ein Shift sozusagen stattgefunden, also eine Bewegung in Richtung von mehr Zinsanstieg. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Optionspreise, weil da jetzt eben mehr Panik aufkommt, weil, wie wir sehen, der Aktienmarkt heute negativ reagiert hat. Ob er sich jetzt da stabilisieren wird oder ob er entsprechend weiterfällt, das können wir nicht wissen. Aber von Vorteil kann einfach sein, eine höhere Schwankungserwartung zu haben, die entsprechend einfach ja, ein Vorteil für uns ist, weil wir dann mehr Prämie bekommen und weiter wegkommen, wenn wir denselben Strikepreis nehmen, nämlich am Delta 16. Und um das entsprechend auszuwerten, gucken wir uns jetzt mal hier an, was wir entsprechend ja, für Aktienoptionen nehmen können. Ich bleibe jetzt mal bei den Aktienoptionen, weil da sicherlich das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Sonst bräuchte man noch Kenntnisse über den Future-Markt und den entsprechenden Basiswert. Deshalb bleiben wir jetzt mal hier kurz für das erste Beispiel beim Aktienoptionsmarkt und gucken uns mal hier auf dieser kostenfreien Seite Market Chameleon an, wie entsprechend die Schwankungserwartungen sind, insbesondere bezüglich der Kennzahl IVR, also implizierter Volatilitätsrang. Und da sehen wir entsprechend, wenn wir hier diese Sortierung mal nehmen, ich nehme mal hier die erhöhten Werte, also alles, was eine IVR von größer 70% hat, ja, das heißt, wir waren also hier, wir waren in der Vergangenheit hier bei nur 30% bei höheren Levels, ja, das heißt entsprechend hier diese Sortierung, sodass wir eben 70% Abstand haben zu den Tieflevels, wo wir eben den niedrigsten Wert der impliziten Volatilität in der Vergangenheit hatten. Und das ist entsprechend hier die Sortierung IVR größer 70%. Und jetzt gehe ich noch her und sortiere das Ganze nach dem Optionsvolumen. Das heißt, ich möchte ja möglichst liquide Optionen haben, die also entsprechend rege gehandelt werden, wo ich also einen geringen Spread habe, einen geringen Differenz zwischen An- und Verkaufspreis habe und eben liquide handeln kann. Deshalb sortiere ich hier nach aktuelles Optionsvolumen, also was entsprechend hier gerade
ja, stark gehandelt wird, wie viele Kontrakte hier gehandelt werden. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel, was ist oben? Naja, ein Corporate Bond ETF, der also entsprechend Unternehmensanleihen handelt. Ein ETF, der da zusammenfasst und auf den die Optionen sind wohl momentan relativ ja, volatil gepreist, wie wir so sehen. Der IVR steht bei 87%. Also im gesamten letzten Handelsjahr waren wir entsprechend hier bei 87% bei niedrigeren Levels, beziehungsweise 13% Abstand zum Höchstlevel der impliziten Volatilität. Das heißt diese Kennzahl. Und hier beim iShares MSCI Brasil war es sogar nochmal extremer. Da sind wir relativ nah unter dem Hochpunkt der IV. Und das sehen wir entsprechend hier mit dieser 94% ausgedrückt. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt den High Yield Corporate Bond ETF handeln, denn je höher die Zinsen steigen, und es kann durchaus sein, dass die Zinsen nochmal stärker steigen als vom Markt erwartet, je nachdem, wie die Inflation die nächsten Monate ausfällt, dann kann es also sein, dass auch diese Anleihen eben entsprechend im Preis nachgeben, um das höhere Zinsumfeld am Markt zu implizieren. Und das drückt sich natürlich darin aus, dass die Preise dieser Anleihen fallen. Das heißt, hier würde ich nicht unbedingt Puts darauf verkaufen. Vielleicht könnte man hier aber auch zum Beispiel Calls verkaufen. Das wäre zum Beispiel eine interessante Möglichkeit, wenn jemand davon ausgeht, dass die Zinsen jetzt sich auf dem erwarteten Niveau stabilisieren oder entsprechend stärker anziehen, als es momentan vom Markt erwartet wird. Natürlich können wir hier in dem FedWatch-Tool auch vorausgehen und können uns zum Beispiel anschauen, wie das im März eben aussieht. Das heißt, da sehen wir zum Beispiel, dass wir bei einer Wahrscheinlichkeit von 35% bei 4,25% Zinsniveau liegen werden. Also nochmal 2 Prozentpunkte oberhalb des aktuellen Zinsniveaus. Das ist natürlich schon sehr viel, eine Verdopplung des Zinses bis zum nächsten März. Und das wird mit einer Wahrscheinlichkeit von über einem Drittel aktuell von den Marktteilnehmern erwartet. Sollte das aber zum Beispiel noch krasser sein als vom Markt erwartet oder sich eben darauf versteifen, dass es tatsächlich eben sich bei einem so hohen Zinsniveau einpendeln wird, dann kann es eben sein, dass auch die High-Yield-Bonds eben noch weiter nach unten tendieren im Preis und dementsprechend deren Preis fällt. Dann könnten sich also Short Calls zum Beispiel auszahlen. Ich möchte jetzt aber mal bei einer klassischen Aktie bleiben. Jetzt nicht unbedingt bei so einem Meme-Stock wie Bed Bath & Beyond. Das ist für mich eher so ein Penny-Stock, wo sehr viel gezockt wird mit so einer Art GameStop-Titel. Das ist für mich jetzt nicht so interessant, sondern ich suche jetzt mal einen solideren Titel, nenne ich es mal, der aber auch ein Preisniveau hat, jetzt, was jetzt nicht im Penny-Stock-Bereich liegt. Ich suche gerne hier Aktienpreise. Da sehen wir Stockpreis, also der Preis des Basiswerts, eben hier der Aktie oder des ETFs, liegt über 30 Euro. Das ist so das, was ich in der Regel suche, weil ich dann entsprechend auch eine Optionsprämie erhalte, die in der Regel über 50 Cent liegt. 50 Cent ist so das, was ich gerne erhalten möchte, weil ich dann meinen Rückkauf noch im zweistelligen Cent-Bereich habe. Wenn ich mein Rückkaufslevel bei 20% ansetze, 20% von 50 Cent sind also 10 Cent, dann habe ich eben noch einen Rückkauf im zweistelligen Bereich und der kann in der Regel auch binnen 3 Wochen erreicht werden. Ansonsten warte ich sehr häufig bis in die letzte Verfallswoche, bis dann mein Rückkauf erreicht wird. Wenn ich meinen Rückkauf dann bei 3, 4 Cent habe, dann dauert das einfach sehr lange. Und deshalb habe ich lieber Aktien, die ein bisschen höher gepreist sind, die aber entsprechend ja deshalb dann auch höhere Optionsprämien haben, selbst wenn sie nicht eine so extrem hohe implizite Volatilität haben. Wir sehen hier die impliziten Volatilitäten auch dargestellt. Da sehen wir zum Beispiel, da sind solche Pharma-Titel, die dann manchmal Studienergebnisse vorlegen. Deshalb stehen hier häufig hinten auch Events. Das ist auch immer interessant zu betrachten. Also wann ist die Quartalszahlenvorlage, die Earnings? Das AMC heißt After Market Close und das BMO heißt Before Market Open, also vor Handelsstart oder nach Handelsschluss. Dass man also auch weiß, ist das also vor 15.30 Uhr oder nach 22 Uhr, wo die Zahlen vorgelegt werden. Oder findet ein Event statt, wie die Vorlage eines Studienergebnisses bei einem Pharmatitel oder die Vorstellung eines neuen Geräts, wie es bei Apple jetzt zuletzt war, dann steht das hier zum Beispiel als Event, der hier nochmal drin. Und dann weiß man, aha, okay, vielleicht ist deshalb auch die Volatilität erhöht, weil hier zu diesem Ereignis eine große Schwankung erwartet wird. Ja, ich würde jetzt mal mit einem relativ normalen Titel fortfahren. Ich hatte vorhin einen gesehen, den ich jetzt nicht mehr sehe. So schnell wandelt sich der Markt. Vorhin war hier noch die ZIM drin, die ich ganz interessant fand. Sehen wir jetzt leider nicht mehr. Warum auch immer, ist der Titel schon wieder rausgefallen. Wahrscheinlich ist er auf der zweiten Seite. Ich kann mal gucken, ob wir ihn noch hier sehen. Ansonsten gucke ich einfach mal im Filter, weil den fand ich vorhin ganz interessant vom Preislevel her und auch vom Volatilitätsniveau her. Ja, da ist er jetzt nicht mehr drin, aber wir können nochmal hier gucken, wenn ich es hier nochmal eingebe. Ah, ist gar nicht mehr drin. Okay, dann fällt es nicht mehr in die Kriterien hinein, weil es wahrscheinlich knapp über der 70%-Marke war und jetzt eben entsprechend durch den Filter dann entsprechend rausfallen würde. Aber war zumindest ein interessanter Titel, der vorhin drin war und so schnell, weil es eben sich tatsächlich auf die aktuellen Preise bezieht, fällt es auch schon mal wieder raus.
Ich mache jetzt mal mit einem Titel weiter, den ich mir trotzdem mal anschaue, auch wenn jetzt hier Quartalszahlen sind, nämlich Nike, so ein Titel, den vielleicht jeder kennen dürfte, auf jeden Fall über $30 wert. Und da können wir uns auf jeden Fall mal angucken, wie da entsprechend die Optionspreise sind. Die Schwankungserwartung ist jetzt nicht gering, aber auch nicht extrem hoch verglichen mit anderen Technologietiteln. Also 41% Schwankungserwartung aufs Jahr gerechnet für eine Nike aktuell. Und die Quartalszahlen stehen eben Ende September noch aus. Ist aber noch nicht terminiert, dass hier entsprechend das tatsächlich fix ist, der 29. Das Ganze kann man auch immer gegenprüfen, wenn man zum Beispiel auf Earnings Whispers nochmal geht. Da kann man hier auf der Seite sich entsprechend auch anschauen, ob diese Termine entsprechend schon bestätigt sind. In der Regel sind sie das. Wenn hier ein Haken dran ist, dann heißt es, okay, das ist bestätigt. Und dann sind die meistens hier auch in der Tabelle eingetragen. Ich will es trotzdem immer nochmal gegenprüfen mit einer zweiten Seite, sodass man eben sicher sein kann, okay, dieses Datum stimmt auch. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Nike und gucken uns einfach mal an, einmal wie da der Chart aussieht, also ob diese Aktie eher angeschlagen ist, charttechnisch, oder ob man hier tatsächlich eine Möglichkeit hat, einen guten Preis zu erwischen in einem an sich steigenden Titel, denn das ist das, was ich natürlich bevorzuge. Wie wir jetzt hier auf dem Wochenchart direkt sehen, ist es eine Aktie, die jetzt eher angeschlagen ist. Ja, wir sind ja schon seit Ende letzten Jahres, entsprechend seit November letzten Jahres, wo wir den Hochpunkt hatten, bei $179,10 auf einem absteigenden Ast. Wir haben jetzt hier zwar einen Tiefpunkt um die $100 markiert, die eben entsprechend gehalten werden konnten, aber das heißt nicht, dass die Aktie jetzt gleich weiter nach oben zieht. Also charttechnisch ist es jetzt eher angeschlagen, ist jetzt nicht unbedingt das Interessanteste für mich, hier einen Trade zu eröffnen, weil wir keinen Anstieg der Aktie haben, also keine höheren Hochs und höheren Tiefpunkte. Trotzdem gucken wir uns jetzt hier mal entsprechend die optionsimplizierte Volatilität an. Die können wir eben direkt hier unterhalb des Charts darstellen. Und da sehen wir jetzt auch schon sehr gut, gerade auf dem Wochenchart, diese extremen Hochpunkte, die wir jetzt hier während des ersten Corona-Lockdowns hatten. Da ist die Schwankungserwartung extrem hoch gewesen, selbst für eine Nike 80% Schwankungserwartung aufs Jahr. Und trotzdem sehen wir, der aktuelle Wert ist eben relativ hoch verglichen mit dem gesamten letzten Handelsjahr. Also da sind wir eben nah an den Hochpunkten, die eben hier, man kann auch immer so eine Linie einziehen hier, dann kann man sich das nochmal angucken, eben relativ nah an diesem Höchstwert von 48% liegen. Ja, also auch wenn wir aktuell bei 40, 41% Punkten liegen, ist es relativ hoch, aber eben noch ein bisschen entfernt von den Hochpunkten, die wir im letzten Handelsjahr hatten. Heißt nicht, dass wir da unbedingt wieder hinkommen müssen oder dass wir da stoppen müssen, kann also auch wieder drüber hinausgehen, kann auch unter die Tiefpunkte fallen. Es heißt einfach nur, dass wir momentan, wenn wir Optionen verkaufen, eine relativ interessante implizite Volatilität bekommen und damit eben auch mehr Prämie bekommen für das eingegangene Risiko, weil die Marktteilnehmer eben mehr Schwankungen erwarten. Das heißt es. Gucken wir also mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier in den Option Trader gehe und entsprechend hier mal gucke, was für Prämien ich realisieren kann, wenn ich entsprechend eine Put-Option auf Nike handeln möchte. Wie gesagt, in der Regel nehme ich um die 45 Tage Laufzeit. Jetzt gibt es hier zwar 45 Tage Laufzeit, das ist aber dann ein wöchentlicher Verfall und wir sehen schon, hier wird relativ wenig gehandelt. Es gibt wenig Open Interest, also wenige Optionskontrakte, die derzeit offen und noch nicht geschlossen sind. Und die Spreads sind relativ breit. Hier sieht man schon, der Spread ist hier 15 bis 20 Cent. Das ist natürlich nicht sonderlich attraktiv. Und aus dem Grund gehe ich eher an auf den kürzeren Verfall, also Richtung 30 Tage. 30 ist so das Minimum, was ich nehme. Aber ich bleibe beim Standardverfall. Standardverfälle sind eben immer die am dritten Freitag eines Monats. In dem Fall hier der 21. Oktober. Und da haben wir eben noch 38 Tage Restlaufzeit. Und hier gucke ich jetzt auf der rechten Seite bei den Put-Optionen, wie weit ich eben wegkomme. Also nochmal zur Erinnerung, aktuell stehen wir bei knapp $108 Aktienpreis. Und ich gucke jetzt, wo ich mit dem Delta 16 hinkomme. In dieser Spalte Delta 16 habe ich also dann die erste Standardabweichung. Wir sehen es auch hier farblich übrigens gekennzeichnet, ja, dunkelblau. Da haben wir also die erste Standardabweichung, dann wird es ein bisschen ein anderes Blau. Da wäre dann die zweite Standardabweichung, dann geht es ins Grau über. Da ist dann die dritte Standardabweichung. Und das heißt einfach schlicht, dass wir hier mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 16% eben darunter sein werden bei Verfall und bei der zweiten Standardabweichung entsprechend schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 oder fast 99%. Und die dritte Standardabweichung ist dann sogar 99,7%. Das heißt, da haben wir also sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir dann da noch drunter sind. Ja? Also ich glaube, 97% sind die zweite Standardabweichung und 99,7% dann die dritte Standardabweichung. Ich verkaufe in der Regel an der ersten Standardabweichung, weil hier bekommt man noch einigermaßen eine Prämie. Jetzt haben wir hier nur die Auswahl zwischen Strike 90 oder 95, also entweder Delta 11 oder Delta 17,6.
Wer jetzt ein bisschen die riskantere Variante nimmt, der nimmt jetzt ein bisschen das höhere Delta. Wer sagt, naja, lieber ein bisschen weniger Risiko, ein bisschen weiter weg, dann kriege ich halt ein bisschen weniger Prämie, der nimmt jetzt hier Delta 11,2. Also ich akzeptiere immer alles, was so zwischen Delta 10 und 20 ist. Man kriegt es nie perfekt auf das Delta 16 hin oder zumindest relativ selten. Das heißt, die 90er Put-Strike, ja, der jetzt aktuell noch relativ gut Entfernung hat vom aktuellen Aktienkurs, für den bekomme ich jetzt knapp über einen Dollar Prämie beziehungsweise über 100 Dollar für den gesamten Optionskontrakt, wenn ich den verkaufe. Und das gucken wir uns nochmal im Chart etwas genauer an, denn hier haben wir auch die Möglichkeit, sich das Ganze jetzt nochmal grafisch einblenden zu lassen. Da unten ist so ein kleines Pfeilchen, ja, zumindest wenn man auf dem Wochen- oder Tageschart ist, dann kann man hier diesen Pfeil anklicken und hier rüberziehen. Und jetzt kann man sich hier unter Bearbeiten Chartparameter, kann man sich hier die Standardabweichung mit diesem Haken hier einzeichnen lassen. Ja, da sehen wir nochmal die 68%, die zweite Standardabweichung eben die 95% und die dritte Standardabweichung die 99,7%. Also wir bleiben bei der ersten Standardabweichung, weil wie gesagt, das heißt Delta 16 auf der Ober- bzw. Unterseite. Und das ist ja der Strike, den wir gewählt haben. Also zeige ich mal, blende ich mal das Ganze hier entsprechend ein, wenn das Ganze, ja, wenn das Ganze sich zeichnen ließe. Will gerade nicht. Vielleicht müssen wir auf eine kleinere Zeiteinheit gehen, damit es besser. Ah ja, auf dem Tageschart haben wir es. Dann mache ich mal noch ein bisschen mehr, dass wir hier auch mit in den Oktober reinkommen. Ja, dass wir also auch sehen, was hier entsprechend erwartet wird zum Verfall. Das war ja der 21. Oktober. Das heißt, ich ziehe das noch ein bisschen weiter rüber, dass wir hier bis zum ja, knapp 21. Oktober kommen. Und dann mache ich mal hier eine vertikale Linie, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Also hier ist der 21. Oktober und da sehen wir nochmal entsprechend die erwartete, die erwartete Preisbereich, in dem wir entsprechend oder in dem die Marktteilnehmer die Nike-Aktie erwarten. Ja, das ist jetzt dieser blaue Kegel und da, wo jetzt entsprechend die Punkte sind, also die 123 und die knapp 93 etwa, das sind jetzt also die Punkte, wo entsprechend die Delta 16 liegen. Delta 16 auf der Oberseite und Delta 16 auf der Unterseite. Und das heißt entsprechend nochmal mit der Probability of Profit, ja, 16% Wahrscheinlichkeit, dass wir am 21. Oktober darunter liegen mit der Nike-Aktie oder entsprechend über 123 liegen, darüber liegen. Das ist also auch 16% Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise, was bleibt übrig, die 68% Wahrscheinlichkeit, mit der wir uns eben hier in der Mitte befinden. Das, wie gesagt, alles erwartete Wahrscheinlichkeiten, ja, das ist ja die implizite Volatilität, die aus den Optionspreisen herausgerechnet wird. Aber nochmal, je höher die implizite Volatilität, desto höher die Schwankserwartung, desto höher die Prämie und desto weiter weg komme ich natürlich auch mit einem Delta 16. Heißt nicht, dass das weniger riskant ist. Das heißt nur, dass eben mehr Schwankungserwartung da ist. Und wenn die Schwankungserwartung zurückgeht, dann bedeutet das ja auch was? Naja, dass hier dieser Kegel kleiner wird und dass ich dann entsprechend mit der ersten Standardabweichung weiter oben wäre. Heißt aber auch, die Prämie von diesem 95er Put zum Beispiel, den ich rausgesucht hatte, die würde dann entsprechend natürlich zurückgehen. Heißt von 1 Dollar auf 80 Cent, 50 Cent, was auch immer. Und bei 20 Cent wäre entsprechend mein Rückkauf. Das heißt, wenn die Aktie sich jetzt hier seitwärts bewegen würde oder sogar leicht fallen würde, wäre das kein Problem, sofern entsprechend die Volatilität nicht weiter ansteigt oder sogar fällt. Weil wenn die Volatilität eben fällt, die implizite Volatilität fällt, dann bedeutet das, dass die Optionsprämie sich verringert. Und im Zeitablauf verringert sie sich sowieso, weil wenn man nämlich am 21. Oktober nicht entsprechend unter der 95 war, ja, den 95er Strike stehen, ja, oder der 90er Strike, je nachdem, was man hier jetzt gewählt hat, ja, Delta 11 und Delta 17, deshalb, ihr habt ja gesehen, das Delta 16 liegt in der Mitte, also grafisch sehen wir es auch nochmal bestätigt, Delta 16 liegt ungefähr bei 93. Egal welchen Strike man auch wählt, bedeutet das einfach, dass die Wahrscheinlichkeit immer unwahrscheinlicher wird, das heißt, es wird immer geringer die Wahrscheinlichkeit, dass wir da noch unter den Strike fallen, je mehr Zeit eben vergeht. Und wenn wir dann nicht entsprechend stark gefallen sind, wird das immer unwahrscheinlicher und die Prämie wird dementsprechend immer geringer werden. Das heißt, wir können unseren Rückkauf entsprechend ja, schneller realisieren und müssen nicht die vollen Tage abwarten bis zum Verfall, sondern können eben die 20 Cent Restwert vielleicht schon in 2 oder 3 Wochen erreichen. Es sollte auch nur die Schwankungserwartung zum Beispiel zurückgehen. Und wir haben ja noch hier diese Quartalszahlenvorlage. Die war ja am 29. September. Das heißt, die haben wir entsprechend hier. Wenn ich also es schaffe, dass ich hier schon zum Beispiel 50% dieser vereinnahmten Prämie verdient habe, also von den 100 Dollar Prämienannahme schon 50 Dollar verdient habe und die Option für 50 Cent zurückkaufen kann, dann tue ich das natürlich lieber bereits vor der Quartalszahlenvorlage, weil es kann immer mal sein, dass auf die Quartalszahlen hin ein heftiges Ereignis kommt. Und eins von diesen heftigen Ereignissen möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das war nämlich zum Beispiel bei Roku der Fall. Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Roku ist zum Beispiel, ja, ich nenne es immer das Netflix für Arme.
ein Titel, bei dem man entsprechend ja gratis streamen kann, dafür Werbung eben schauen muss. Und das gucken wir uns mal kurz auf dem Wochenchart an. Dann sehen wir, wie stark der Titel schon einmal unter Druck gekommen ist. Und auf dem Tageschart werden wir entsprechend nochmal sehen. Hier war zum Beispiel die Quartalszahlenvorlage, was man zum Beispiel dann sieht, wenn man hier die Daten außerhalb der regulären Handelszeit entsprechend mal ausblendet. Dann sehen wir hier eine riesige Kurslücke. Und diese riesige Kurslücke kommt deshalb zustande, weil entsprechend hier die Quartalszahlen deutlich schlechter als erwartet ausgefallen sind. Also es wurde sozusagen alles verfehlt, was geht. Umsatz verfehlt, Gewinnerwartung verfehlt und der Ausblick war schwächer als erwartet. Und das hat schlicht dazu geführt, dass entsprechend die Aktie relativ tief eröffnet hat am nächsten Tag. Und die Volatilität ist aber trotzdem gefallen. Die implizierte Volatilität ist zurückgegangen, weil entsprechend weniger Schwankungserwartung vorhanden war, weil ja jetzt alle schlechten Nachrichten dann eben entsprechend im Markt waren. Und das hat entsprechend dazu geführt, dass wir weniger Schwankungserwartung haben und dann entsprechend ja die Möglichkeit, wenn man über die Quartalszahlen gehalten hat, entweder die Option dann günstiger zurückzukaufen, sofern man einen Strike hatte, der relativ weit weg lag, oder wie ich es gerne mache, trotzdem immer noch die Möglichkeit mitnimmt, am Tag nach der Quartalszahlenvorlage einen Post-Earnings-Trade aufzusetzen. Das heißt entsprechend, hier einen Teil der immer noch vorhandenen hohen implizierten Volatilität mitzunehmen. Ich kann das mal zeigen, wenn man auf eine tiefere Zeiteinheit geht, dann sehen wir das nochmal relativ gut. Wenn ich da jetzt nochmal bis dahin zurückspringe, wo die letzten Quartalszahlen waren, mal gucken, ob wir da nochmal hinkommen, können wir uns das nochmal angucken. Da werden wir dann sehen, dass entsprechend immer noch etwas implizierter Volatilität vorhanden war. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wann war denn das Datum, an dem die Quartalszahlen waren. Dann können wir da nochmal hinspringen, einmal nochmal gucken, wann das war. Manchmal lädt die TWS etwas länger, als man sich es wünscht. Aber auf jeden Fall haben wir gesehen, dass da die Quartalszahlen waren. Ja, jetzt will die TWS wieder nicht. Haben wir auf jeden Fall gesehen, dass da die Quartalszahlenvorlage war und deshalb die implizierte Volatilität eben gefallen ist. Und jetzt will die TWS leider nicht mehr auf den Tageschart zurück. Ich lasse einfach mal noch ein bisschen laden, dann sehen wir es nochmal, wenn es wieder geladen hat. Aber manchmal ist es so im Demokonto. An manchen Tagen will die TWS einfach nicht mehr mitmachen. Dass man eben diese Volatilität noch mitnehmen kann, um diesen Punkt zu Ende zu bringen, bei dem man entsprechend einfach noch einen Teil dieser noch vorhandenen hohen Schwankungserwartung eben abgreifen kann, insbesondere weil eben die Aktie so viel tiefer eröffnet hat. Und das ist dann entsprechend besonders interessant, weil man dann entsprechend vom Volatilitätsverfall immer noch profitieren kann, der sich meistens in den Tagen halt nach dem Rückgang dann zeigt, nach dem Rückgang des Preises und nach der Quartalszahlenvorlage. Und das ist dann eben ein schöner Post-Earnings-Trade, insbesondere hier, wo man sehr gut gesehen hat, wie schnell die Aktie sich dann auch wieder erholt hat. Und das heißt, auch ohne, dass die Schwankungserwartung zurückgegangen ist, haben wir hier die Möglichkeit entsprechend einfach vom Wiederanstieg der Aktie zu profitieren, beziehungsweise nochmal dem Rückgang der Volatilität, wenn wir hier noch ein bisschen Volatilität abgreifen konnten, direkt zur Handelseröffnung, wo erstmal die Panik nochmal relativ groß ist, nach so einem riesigen Kurssturz, wo die Aktie mal locker 25-30% eben runtergefallen ist. Und da kann sich das dann immer lohnen, auch nach Quartalszahlen noch aktiv zu werden, weil man immer noch ein bisschen implizierte Volatilität abgreifen kann. Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zur Präsentation. Ich werde die mal wieder in den Vordergrund holen, um meine letzten zwei Folien noch zu zeigen, damit ihr dann auch die Möglichkeit noch habt, zum Abschluss Fragen zu stellen. Wir haben nämlich ein besonderes Webinarangebot vorbereitet für euch heute. Und zwar gibt es bei Kontoeröffnung über FX Flat die Möglichkeit, 2 Monate kostenfrei im Finance Coach Master Club dabei zu sein. Das heißt, hier könnt ihr entsprechend einmal die Woche Mirko und mir, meinem Kollegen und mir, eben lauschen, was wir entsprechend zu sagen haben über die Märkte. Wir sind immer eine halbe Stunde kostenfrei live auf YouTube und danach nochmal eine Stunde eben für unsere zahlenden Mitglieder im Finance Coach Masters Club. Und da geben wir immer so einen Rück- und Ausblick über den Markt. Also zum Beispiel, was hat die Zinserhöhung jetzt zu bedeuten? Was muss man da erwarten? In welcher Marktphase befinden wir uns? Sollte man eher optimistisch oder pessimistisch sein? Wie sollte man mit dem Trading eben vorgehen? Und wir analysieren eben auch manchmal verschiedene Trading-Ideen hier. Wer also sein Konto bei FX Flat eröffnet über diesen Link beziehungsweise mit diesem QR-Code hier, der hat die Möglichkeit, dann 2 Monate kostenfrei bei uns mal reinzuschnuppern und sich das Ganze einmal anzuschauen. Wer Interesse hat an diesem System und generell an einem Trading zum beziehungsweise einer Ausbildung zum Thema Optionstrading, der hat hier die Möglichkeit, bei uns entsprechend das Ganze zu tun. Eine vollwertige Ausbildung zum Optionshändler über 3 bis 6 Monate. Das Ganze kann man eben einfach kostenfrei herausfinden, indem man hier einen Rückruftermin bei uns vereinbart auf der Webseite, hier wieder mit dem QR-Code. Und da kann man entsprechend auf finance.coach, das ist unsere Website, einfach einen Termin einstellen bzw. eine Telefonnummer hinterlegen und wird dann zurückgerufen, um eben zu analysieren in einem Strategiegespräch, ob das Ganze
eben zu einem passt, auf welchem Level man aktuell steht. Denn unser Coaching ist immer ein individuelles Coaching, wo wir eben entsprechend den Teilnehmer da abholen, wo er gerade ist. Das heißt, jeder hat ja anderes Vorwissen, jeder hat andere Ziele, wo er eben hin möchte, welche Renditeziele er auch hat, welches Risiko er eingehen möchte. Und wir holen jeden Teilnehmer da ab, wo er ist und bringen ihn dorthin, wo er eben hin möchte, binnen eben 3 bis 6 Monaten mit vollwertiger Ausbildung, mit Videokursen, mit Gruppencoachings und Einzelcoachingstunden. Also ein vollwertiges Paket, das wir individuell für jeden zusammenstellen. Und das eben kann man kostenfrei herausfinden in einem Strategiegespräch, wo wir eben dann ja, das passende Paket für denjenigen suchen, der sich dafür interessiert. Ja, damit sage ich erstmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit und hoffe, man konnte das ein oder andere mitnehmen, auch wenn es jetzt sehr viel Input natürlich war für diejenigen, die noch gar nicht mit Optionen zu tun haben. Aber ich hoffe, der ein oder andere hat vielleicht da etwas mitnehmen können oder das Interesse am Handel mit Optionen gefunden. Und jetzt stehe ich natürlich noch bereit für ein paar Fragen. Wer hat noch Fragen? Ich würde sagen, Pascal, gerade weil jetzt hier noch zweimal die Nachfrage kommt, ich poste einfach nochmal deinen Landingpage-Link nochmal in den Chat rein, sodass den jeder quasi dann einmal hat, einmal gesehen hat. Gerne. Zack, ist jetzt raus. Und dann hast du noch eine Frage von 19.3 vom Andreas. Genau. Da steht, handelst du die Post-Earnings auch mit mindestens 30 Tagen? Ja, Andreas, interessante Frage. Tatsächlich nehme ich hier häufig eine kürzere Laufzeit. Ich hatte jetzt gerade auf dem Börsentag Wien einen Vortrag, wo ich sogar mal den Vergleich gezeigt habe zwischen kurzer und langer Laufzeit. Da hatte ich eine Laufzeit einmal von 14 Tagen und einmal von 30 Tagen im Vergleich für einen Post-Earnings-Trade auf, was war das? Ich glaube, das war Twitter. Das war auch relativ interessant, das mal im Vergleich zu sehen. Der Rückkauf ist meistens bei der kürzeren Laufzeit natürlich schneller, wenn es für einen läuft, aber die Prämieneinnahme ist dafür halt auch geringer. Also bei Post-Earnings-Trades nehme ich tatsächlich auch manchmal eine geringere Laufzeit als bei den klassischen Trades, wo ich entsprechend die Quartalszahlenvorlage eher vermeide. Aber ich versuche meistens eher diese kurzen Laufzeiten zu vermeiden. Ich möchte in der Regel nicht in der letzten Handelswoche hier aktiv sein, weil man dann auch wieder einem sehr hohen Gamma-Risiko ausgesetzt ist. Das bedeutet, dass die Option auch sehr schnell gegen einen ausschlagen kann, weil sich ja dann entscheidet, naja, landet sie im Geld oder landet sie aus dem Geld? Also ist sie entsprechend wertlos oder wird die Option am Ende der Laufzeit ausgeübt werden? Und deshalb springt das Delta dann halt sehr schnell hin und her. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Das ist der Grund oder mit einer der Hauptgründe, warum ich lieber eher längere bzw. mittlere Laufzeiten wähle. Also lang ist für mich ein Jahr und länger, solche Leaps-Optionen. Kurz ist für mich eine Woche oder sogar nur ein Tag. Das tue ich eher nicht, das wäre eher Daytrading-mäßig. Und ich bevorzuge eben so mittleren Zeitraum 30 bis 60 Tage. Wie gesagt, 45 Tage idealerweise. Da habe ich also den Sweet Spot sozusagen zwischen Zeitwertverfall, den ich habe, was ich also pro Tag generiere, wenn die Aktie sich gar nicht vom Fleck bewegt und die Volatilität auch nicht sich verändert. Und gleichzeitig dem, was ich an Prämie generiere, beziehungsweise wie weit ich wegkomme vom aktuellen Kurslevel. Klar, wenn ich nur eine Laufzeit von einer Woche oder einem Tag habe, dann wird mein Delta 16 Strike relativ nah am aktuellen Kurslevel sein. Wenn ich aber eine Laufzeit von 30 oder 45 Tagen habe, dann komme ich auch weiter weg mit dem Strike der Option am Delta 16. Und das ist das, was ich eben für mich haben möchte. Eine interessante Prämie, einen interessanten Abstand zum aktuellen Aktienpreis und einen interessanten Zeitwertverfall. Das ist das, was ich realisieren möchte, wo ich eben ja den Fokus drauf lege als Optionshändler, der eben die Volatilität maßgeblich handelt. Okay, ja. Dann hast du noch, jetzt kommen hier noch Jetzt kommen noch die alle mit einem Fragen zum Schluss. Wie immer. Das ist auch schön, da gehe ich ja gerne drauf ein. Der Robert bewegt sich aktuell noch im Forex-Markt. Wäre diese Option auch was für Feierabend-Trader? Ja, Robert, explizit, weil der US-Markt, ich handle zu 95% im US-Markt, weil die Eurex-Optionen deutlich weniger liquide sind als die US-Option. Deshalb handle ich tatsächlich zu 95% nur US-Aktien- und Future-Optionen. Und die US-Handels-Session beginnt ja erst um 15.30 Uhr und geht bis 22 Uhr. Das heißt, gerade hier haben Feierabend-Trader viel mehr Möglichkeiten, weil sie eben nach Feierabend, wenn man jetzt mal angenommen hat, den klassischen 9-to-5-Job, dann kann man eben hier nach Feierabend sehr angenehm handeln und hat gar keine Probleme damit. Und es geht ja nicht darum, Day zu traden und 8 Stunden vor dem PC-Bildschirm zu sitzen. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich handle maximal 60 bis 90 Minuten am Tag. Das heißt, das ist das, womit ich mich tatsächlich mit dem Aufbauen oder Managen von Positionen beschäftige und den Rest des Tages versuche ich, mir Wissen anzueignen, Dinge zu lernen und mich fortzubilden. Aber das reine Trading nimmt bei mir relativ wenig Zeit am Tag in Anspruch. Ja. Also ist definitiv für Leute, die im Berufsleben stehen als Angestellte, auch geeignet.
Kann ich denn auch erweiterte Strategien erlernen, neben den Starterstrategien, Hedging in Futures oder auch mit ETFs? Ja, natürlich, Ralf, absolut. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ein einführendes Beispiel, um mal das Thema Volatilität ein bisschen näher zu bringen. Wir haben natürlich ein ganzes Set an Strategien, also Hedging-Strategien, meinen beliebten Feuerlöscher, den ich immer wieder vorstelle, der sich gerade jetzt in so einer Marktphase gut eignet, um sich abzusichern gegen fallende Kurse. Ja, das ist auch eine Sache, die wir entsprechend im Coaching lehren natürlich. Und natürlich auch die Future-Märkte. Also wer gerne Rohstoffe handelt, Öl, Erdgas oder andere Commodity-Futures, der kann entsprechend mit den Optionen auch hier nochmal seinen Ertrag ein wenig steigern. Von Stefan die Frage, ist die optionsimplizite Volatilität, die man in der TWS unter dem Chart anzeigen lassen kann, für 30 Tage in die Zukunft angenommen oder gilt diese für Optionen mit einer Restlaufzeit von 30 Tagen oder ist beides sogar dasselbe? Ja, also auch hier der angezeigte Wert, der ist immer die Schwankungserwartung für ein Jahr, aber entnommen aus den Optionen, die 30 Tage Restlaufzeit haben. Es gibt ja nicht immer die 30 Tage Restlaufzeit, dann ist es ein interpolierter Wert, also zwischen den Fälligkeiten, die am nächsten 30 Tage haben, also beispielsweise 27 Tage und 35 Tage, rein fiktives Beispiel, ja, und dann wird geguckt, was wäre also der Wert, der eben bei 30 Tagen liegt. Das kann manchmal zu Verzerrungen führen, gerade dann, wenn Quartalszahlen eben noch enthalten sind in diesen 30 Tagen oder eben nicht enthalten sind, dann kann das manchmal eben zu Verwerfungen führen, dass dieser Wert halt natürlich sehr stark verzerrt ist, wenn man so möchte. Deshalb sollte man auch immer schauen, was sind da für Ereignisse, ja? Vorfälligkeit oder Nachfälligkeit, sind die also innerhalb der Fälligkeit noch mit drinnen und deshalb eingepreist oder sind sie eben nicht mit drinnen? Deshalb das immer betrachten, aber ansonsten ist das die Schwankungserwartung für die nächsten 30 Tage, für eine 30 Tage laufende Option, aber eben ausgedrückt als Schwankungserwartung auf ein Jahr. Ja? Das zeigt die IV unterhalb des Charts in der TWS uns an. Wird es eine Aufnahme zum Anschauen geben? Ja, Stefan, wird es geben, habe ich auch schon am Anfang erwähnt, kommt auf YouTube. Dankeschön nochmal fürs Posten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen soweit durch, wenn ich keine übersehen habe. Sieht so aus. Sehr schön. Gut, dann sag noch gerne was und dann mache ich das. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich. Es ist ja eine Webinarreihe. Wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, nächsten Monat haben wir auch wieder spannendes Thema für euch und das Ganze zieht sich natürlich fort. Wir haben noch weitere Webinare für euch geplant, immer einmal im Monat und da geben wir natürlich immer ein spannendes Thema zum Thema Optionshandel, ein Teilbereich sozusagen, geben wir da eben preis und da freue ich mich, wenn ihr da natürlich auch wieder mit dabei seid. Okay, super. Ich danke dir, Pascal. Vielen Dank fürs tolle Webinar und natürlich auch vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie jetzt länger als 19 Uhr noch dabei waren und fleißig Fragen gestellt haben. Der nächste Termin wäre der 11. Oktober, ja, also wieder ein Dienstag um 18 Uhr. Sie sind quasi schon mit angemeldet für das nächste Webinar, bekommen dann kurz vorher eine Erinnerungs-E-Mail und können dann darüber auch direkt ins Webinar reinjoinen. Ja. Das wäre soweit auch alles von mir. Dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf sich auf und natürlich auf die Position. Und Pascal, dann sehen und hören wir uns und die Teilnehmer in einem Monat wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Mach's gut, tschüss.